Knapp 4 Tage ist es her, dass Iran seinen Erzfeind Israel massiv angegriffen hat. Das erste Mal direkt und mit hunderten Drohnen und Raketen. Seitdem wartet die Welt mit großer Sorge darauf, wie Israel reagieren wird. Dass es eine harte Reaktion gibt, scheint klar. Israel hat mehrfach Vergeltung angekündigt. Wann und wie der Gegenschlag aussieht, das wissen wir nicht. Iran feiert sich unterdessen für den Angriff und droht Israel weiter. Die Welt ruft zu Besonnenheit auf. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute, genau wie ihr britischer Kollege David Cameron, nach Israel gereist. Die Nervosität ist riesengroß, denn über der Sorge vor einem Flächenbrand in der Region schwebt ja auch immer die große Sorge vor einer nuklearen Bedrohung. Denn so ganz genau weiß keiner, wie nah Iran wirklich an einer Atombombe ist. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Nahost-Experten und ehemaligen FAZ-Korrespondenten Rainer Herrmann über den Angriff, die Folgen und Irans Strategie. Außerdem schauen wir mit ihm auf das iranische Atomprogramm. Und wir sprechen mit dem FDP-Generalsekretär und Außenpolitiker Bijan Jezaray darüber, warum er den jahrelangen Fokus des Westens auf das Atomabkommen für einen Fehler hält. Heute ist Mittwoch, der 17. April. Mitgeholfen haben Katrin Becker und Michael Götz und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich sehr auf meinen ersten Gast. Rainer Herrmann war bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr Korrespondent und Redakteur im Politikressort der FAZ. Er ist Islamwissenschaftler und Kenner der arabischen Welt. Er spricht die Sprachen, hat wegweisende Bücher geschrieben über den Nahostkonflikt und war auch schon oft hier bei uns im Podcast zu Gast. Und heute ist er es wieder. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, Herr Herrmann. Hallo, Frau Jakob. Ich freue mich, wieder mal in der FAZ zurück zu sein. Ja. Herr Herrmann, ganz ehrlich, nach all den Jahren, die Sie den Nahostkonflikt beobachten, die Regionen kennen Sie wie Ihre Westentasche. Hat Sie dieser direkte Angriff Irans auf Israel am Samstagabend überrascht? Dass der Angriff kommen würde, war klar. Dem Angriff vorausging am 1. April die Tötung eines der wichtigsten Generäle der iranischen Revolutionsgarden auf einem exterritorialen Gebiet in Damaskus. Damit hatte Israel eine Schwelle überschritten. Iran musste reagieren und die Frage war, wie. Iran hat die Antwort angekündigt, 72 Stunden vorher, an die wichtigsten arabischen Nachbarn. Und die wiederum haben die Informationen weitergegeben an die Vereinigten Staaten und an Israel. Die Frage war dann nur, in welchem Ausmaß es geschehen würde. 300 Geschosse war natürlich eine massive Zahl, aber die Iraner mussten gewusst haben, wie stark der Iron Dome ist, sodass diese keine allzu großen Schäden anrichten würden. Das heißt, es war wie so häufig eine wohlkalibrierte Antwort Irans, die auf der einen Seite die heimische Bevölkerung zufriedenstellen sollte, aber auf der anderen Seite nicht einen Flächenbrand auslösen sollte. Also ein dosiertes Signal nach außen, aber eben auch ein Signal nach innen, weil das Regime im Land auch nicht mehr den Rückhalt hat, oder? Das Regime leidet unter einer Legitimationskrise. Bei den jüngsten Wahlen am 1. März gingen kaum mehr Iranerinnen und Iraner an die Wahlurnen. Mehr als jeder zweite Iraner lebt unter der Armutsgrenze. Und in keinem Land ist die Säkularisierung, keinem muslimischen Land ist die Säkularisierung der Gesellschaft so weit fortgeschritten wie in Iran. Das ist das eine. Und das andere ist, Iran bereitet sich auf die Nachfolge des Kreisen, obersten Führern Ali Khamenei vor. Und bei den Wahlen am 1. März war klar, dass die neue Generation der Führer in Iran Hardcore-Hardliner sein werden, die nicht mehr mit dem Westen einen Ausgleich suchen, die das Atomprogramm forcieren und die nicht bereit sind, irgendwelche Lockerungen im Inneren durchzusetzen. Und das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, war praktisch schon dieser Generationswechsel Ende Khamenei zu der neuen Generation. Der Chef der Revolutionswächter, Hossein Salami, hat gesagt, die alte Gleichung von der strategischen Geduld gilt nicht mehr. Wir haben jetzt neue Spielregeln. Okay, das sind keine guten Nachrichten für Israel, die ja gehasst werden von Iran. Wie geht es denn weiter, wenn diese Hardcore-Hardliner jetzt an die Macht kommen? Blenden wir zurück zur Islamischen Revolution 1979. Danach hatte
Revolutionsführer Khomeini ja die Parole vom Revolutionsexport ausgegeben. Das ist gescheitert. Iran hat verschiedentlich versucht, die Nachbarländer zu stabilisieren, in Bahrain zum Beispiel. Und als das gescheitert ist, hat Iran erkannt, die Feinde der Islamischen Republik sitzen ziemlich nahe an den iranischen Grenzen. Wie hält man sie von den Grenzen Irans fern? Und da kam die Idee auf, die Schwächen der Nachbarstaaten zu nutzen, um Proxys, um Stellvertreter aufzubauen und mit diesen Stellvertretern die Feinde Irans, der Islamischen Republik, möglichst weit von Iran fernzuhalten. Und dieses System hat der oberste Führer Khamenei perfektioniert und dieses System wird ihn überleben und läuft mittlerweile wie ein Autopilot. Also das heißt, es braucht gar nicht mehr viel, es braucht nur noch die Hardliner, um es wirklich mit aller Konsequenz fortzusetzen. Aber abgesehen von den Proxys, also den pro-iranischen Milizen wie Hezbollah oder Hamas, steht die Islamische Republik ja ziemlich isoliert da. Den Eindruck hat man ja auch nach dem Angriff, oder? Wie positionieren sich da die Nachbarn? Das hat sich ziemlich gut gezeigt bei der Bereitschaft der arabischen Staaten an Israels Verteidigung in jener Nacht mitzuarbeiten. In jener Nacht hatten wir die Feuertaufe des Middle East Air Defense Systems, das vor circa 2 Jahren eingerichtet worden ist und in dem sich mehrere Staaten verpflichten, eine gemeinsame Luftabwehr zu betreiben. Natürlich Israel und die Vereinigten Staaten, daneben aus Europa, Frankreich und Großbritannien, aber eben auch vor allem Jordanien. Und indirekt auch Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat auch indirekt mitgewirkt, in jener Nacht die Luftabwehr zu verstärken und zu verhindern, dass die Geschosse überhaupt Israel erreichen. Und das stört Iran nicht, dass sie da jetzt so isoliert quasi dastehen? Das stört Iran nicht, weil sie sehen, dass die Nachbarn Irans, vor allen Dingen am Golf, die Golfmonarchien, wie der Hase vor der Schlange sitzen. Die haben Angst vor der iranischen Militärmacht, vor der asymmetrischen iranischen Kriegsführung. Ja, und gleichzeitig hat Iran ja andere mächtige Partner mit Russland und China, oder? Ohne diese beiden Partner könnte die Islamische Republik so nicht agieren. Nehmen wir zunächst einmal Russland. Also Russland ist vor allen Dingen ein Waffenpartner. Iran liefert Drohnen an Russland und Russland auf der anderen Seite unterstützt die Proxys Iran in der Region, beispielsweise in Syrien. Russland hat seine Truppen aus Syrien zu einem großen Teil abgezogen. Iranische Revolutionswächter und auch iranische Proxys haben diese Lücke gefüllt und sie arbeiten beispielsweise eng mit der russischen Luftwaffenbasis Khmeim im Nordwesten Syrien zusammen. Auch sollen Wagner-Truppen in Syrien an der Seite von iranischen Proxys sein. Iran ist ein natürlicher Partner Russlands, weil beide den gleichen Feind haben, die Vereinigten Staaten. Russland hält auch seine diplomatische Hand über Iran und über die Proxys verhindert, da manche Resolution bei den Vereinten Nationen im Weltsicherheitsrat. Und Russland ist auch durchaus daran interessiert, dass der globale Handel durch die Aktionen, durch die Angriffe der Houthis in der Meerenge von Bab el-Mandeb, dass der globale Handel da zum Erliegen kommt. Das trifft Russland nicht. Das trifft auf der anderen Seite China. China ist deshalb nicht daran interessiert, dass die Houthis diesen Handel so lahmlegen und hat daher ein Abkommen mit den Houthis geschlossen. Ihr nehmt unsere Schiffe von euren Angriffen aus und wir unterstützen euch im Gegenzug diplomatisch. Was ist die Rolle Chinas in diesem Konflikt? China ist nicht in der Lage, wirklich mäßigend auf Iran einzugreifen und auf die Proxys einzugreifen. Es ist so eine transaktionale Partnerschaft zwischen beiden Seiten. Zurzeit ringen sie wieder, über welchen Preis China für iranisches Erdöl, das ja nicht sanktioniert ist, zahlen soll. Und deswegen gehen nun vorübergehend die chinesischen Importe zurück, um Druck auf Teheran auszuüben. Das heißt also, so ganz unproblematisch sind die Beziehungen nicht. Auf der anderen Seite, China importiert die Hälfte seines Ölimportes aus den Golfstaaten und vor allen Dingen aus Iran.
und tut das unter Umgehung der Sanktionen, indem es Schiffe, kleine Schiffe einsetzt, die ihren Transponder ausschalten. Da kommen sie irgendwie nach Malaysia oder sonst wo, werden umgeladen, wird als malaysisches Erdöl deklariert, wird es an chinesische Raffinerien geliefert und bezahlt werden die Iraner in chinesischer Währung, womit sie wieder chinesische Produkte einführen können. Das heißt also, das ist eine wirtschaftliche Lebenslinie für das Regime, während Russland eher eine militärische Lebenslinie für die Islamische Republik ist. Nun steht ja seit Tagen die große Sorge im Raum, wie Israel nun antwortet auf diesen noch nie dagewesenen direkten Angriff. Eine harte Reaktion soll es geben, aber es gibt noch keine Details. Gestern Abend gab es nun die Meldung der israelischen Armee, dass bei Angriffen im Südlibanon 2 Kommandeure der Hisbollah getötet worden sind. Die pro-iranische Miliz bestätigte den Tod der beiden. Und ist das jetzt schon ein Teil von Israels angekündigter Antwort? Manche haben ja damit gerechnet, dass sie eben jetzt nicht die große, direkte Antwort liefern, sondern eben genau solche kleinen Spitzen. Nun, das israelische Kriegskabinett behält sich die Entscheidung vor und wird es natürlich nicht kommunizieren, bevor es nicht losgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit bleibt. Die Antwort muss größer sein, um dem Druck der israelischen Öffentlichkeit Genüge zu tun. Die große Frage wird sein, ob Israel direkt Iran angreift, wenn Israel direkt angreift, welche Ziele es sein werden und mit welcher Wucht. Dass mit einem einmaligen Angriff das israelische Atomprogramm neutralisiert werden könnte, das halte ich für unwahrscheinlich, weil viele Anlagen so tief unter dem Boden sind, dass man da wirklich mit Megaraketen vorgehen müsste, um die auszuschalten. Also Atomanlagen mindestens 60 Meter unter der Erdoberfläche, gut geschützt an mehreren Orten. Ich weiß nicht, ob das militärisch möglich ist. Und Israel wird sich auch die Frage stellen, ob es das ohne Unterstützung Washingtons tun kann, denn die Amerikaner haben gesagt, wenn Israel eine rote Linie überschreitet, dann wären sie nicht mehr bereit, wie in der Nacht auf den 13. April Israel dermaßen zu unterstützen. Aber könnten Sie verstehen, dass Israel zu diesem Zeitpunkt jetzt oder diesen Moment nutzt, dieses Momentum nutzt, um diesen Konflikt, der ja seit Jahrzehnten besteht, jetzt vielleicht auch militärisch anzugehen und zu lösen? Ja, aber das könnte dann wirklich der Dammbruch sein. Ja. Das könnte der Dammbruch sein, weil genau für diesen Zweck hat Iran ja seine Proxys, das sind Milizen in, glaube ich, 7 Ländern geschaffen. Und aus diesem Grunde hat Iran bisher die Hisbollah zurückgehalten und geschützt und offenbar darauf eingewirkt, nicht stärker in diesen Gaza-Krieg einzusteigen, weil Iran die Hisbollah mit ihrem Arsenal von mutmaßlich 150.000 Raketen braucht für den Augenblick, wenn Iran existenziell angegriffen wird. Und dann würden auch die anderen Milizen aus allen Rohren schießen. Das heißt, die israelische Armee und ihre Verbündeten müssen rechtzeitig darauf eingestellt sein, wie reagieren wir nun auf diesen massiven Angriff der Proxys. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein arabischer Staat an der Seite Irans angreift. Das ist für mich unvorstellbar. Aber die Wucht dieser Proxys, also dass die Aufgabe haben, die Feinde Irans möglichst weit fernzuhalten und dann einzugreifen, wenn Iran existenziell bedroht ist. Und ein Angriff auf das Atomprogramm des Iran, das wäre so ein existenzieller Angriff? Aus welchen Gründen Iran auch immer dieses Atomprogramm versucht und dieses Streben nach der Atombombe. Ein Grund ist ganz sicher, die Lektion Nordkorea hat gezeigt, wer über eine Atombombe verfügt, wird von außen nicht mehr angegriffen. Und Iran soll nach Angaben von Experten, das ist eine Blackbox, keiner schaut da wirklich rein, soll vielleicht 6 Monate von einer Bombe entfernt sein. Ja, Herr Herrmann, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um unser Gespräch mal kurz zu unterbrechen. Denn meine Kollegen Katrin Becker und Michael Götz, die haben die wichtigsten Stationen von Beginn des iranischen Atomprogramms bis zur aktuellen Lage einmal für uns zusammengefasst. Wir würden die weltweite Erforschung der wirksamsten friedlichen Verwendung von spaltbarem Material fördern, mit der Gewissheit, dass die Forscher über das gesamte Material verfügen, das für die Durchführung aller geeigneten Experimente erforderlich ist.
1953 hält US-Präsident Eisenhower diese Rede mit dem Titel Atoms for Peace vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er schlägt die Gründung einer internationalen Atomenergiebehörde vor und stößt ein Programm zur friedlichen Nutzung der Kernenergie an. 1968 unterzeichnet Iran den Atomwaffensperrvertrag, der 1970 in Kraft tritt. Damit darf Iran Kernenergie einsetzen, allerdings ausschließlich für zivile Zwecke. In den Jahren 1978-79 eskaliert die Auseinandersetzung zwischen dem im Exil lebenden religiösen Führer Ayatollah Khomeini und dem Schah. Schließlich muss der Schah Iran verlassen und Khomeini übernimmt die Macht. Ich werde die Regierung ernennen, mit Hilfe und Unterstützung dieser Nation, da das Volk mich anerkannt hat. Iran wird Islamische Republik. Die irakische Luftwaffe hat am Vormittag etwa 10 iranische Flughäfen und Militärstützpunkte bombardiert. Am 22. September 1980 greift Saddam Hussein Iran an. Der erste Golfkrieg beginnt, der erst 1988 mit einem Waffenstillstand ein Ende findet. 1 Million Menschen müssen ihr Leben lassen. Die politische Situation in der Region bleibt angespannt. 2002 erfährt die Internationale Atomenergiebehörde aus Geheimdienstkreisen, dass Iran 2 geheime Atomanlagen unterhält. Wenig später werden von ihren ins Land eingereisten Inspektoren Spuren von angereichertem Uran gefunden. Der UN-Sicherheitsrat reagiert mit Sanktionen, die Teheran scharf zurückweist. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute wurden 2 wichtige Abkommen über das iranische Atomprogramm geschlossen. Das Zusatzprotokoll ermöglicht es uns, der Welt immer wieder glaubhaft zu versichern, dass das gesamte Nuklearmaterial innerhalb des Landes für friedliche Zwecke verwendet wird. Nach 12 Jahren Kontroversen, Verhandlungen, Verschärfung von Sanktionen wird am 14. Juli 2015 das Atomabkommen in Wien abgeschlossen. Urananreicherung wird beschränkt, Iran bereitet Brennstäbe nicht selbstständig weiter auf und wird durch die Internationale Atomenergiebehörde kontrolliert. We're to tell you one thing. Iran lied. Big time. 2018 präsentiert der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Geheimdienstmaterial, das Irans Unterlaufen des Nuklearabkommens von 2015 nachweisen soll. Kurz darauf steigen die USA aus dem Atomabkommen aus und verhängen neue Sanktionen. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. Iran hält sich offensichtlich weiterhin nicht an Vereinbarungen und scheint der Fertigstellung von Atombomben näher als je zuvor. Waffenexperte Fabian Hinz schätzt die aktuelle Lage so ein. Der Iran hat mittlerweile sehr, sehr hoch angereichert und ist von dem letzten Schritt der Anreicherung auf waffenfähiges Uran nicht mehr weit entfernt. Das könnte sehr, sehr schnell gehen. Die zweite und dritte Komponente ist zum einen die Atomwaffe selber, abgesehen von dem spaltbaren Material. Wie weit Iran da ist, ist sehr, sehr umstritten. Das weiß man nicht genau. Was man relativ sicher sagen kann, ist, dass die Iraner eine relativ primitive Atombombe für Testzwecke wohl schnell bauen könnten. Wie lange es dauern würde, bis sie einen einsatzfähigen Sprengkopf auf eine Rakete bauen könnten, das ist eine andere Frage. Die Raketen sind bereits da, das ist der dritte Bestandteil, aber eine wirklich einsatzfähige Atomwaffe, auch das ist umstritten, da gibt es komplett verschiedene Timelines. Ja, Herr Hammann, Sie haben diese ganze Entwicklung des Atomprogramms und des Atomabkommens eng verfolgt in Ihrer Zeit als Korrespondent und als Redakteur. Wie sehen Sie das? Hat Iran den Westen jahrelang an der Nase rumgeführt? Haben die einfach weitergemacht? 2 Punkte sind da wichtig. Zum einen, Iran hat 2 Gesichter. Auf der einen Seite haben wir verhandelt mit dem zivilen Gesicht, mit dem politischen Gesicht, mit Außenministern wie Javad Zarif, die einen Ausgleich mit dem Westen wollen. Das ist das zivile Gesicht. Aber auf der anderen Seite haben die Revolutionäre die Macht in Iran. Und jeder zivilen Institution übergeordnet ist eine Institution,
der Revolutionäre. Beispielsweise über dem Präsidenten steht der oberste Führer, über der Armee stehen die Revolutionswächter, über dem Parlament steht der Wächterrat oder auch das Büro des obersten Führers, wo alle Macht konzentriert ist. Also auf der einen Seite haben wir unserer Illusion hingegeben, wenn wir mit der politischen Seite, mit dem schönen Gesicht Irans verhandeln, dann können wir ganz Iran mit ins Boot bekommen. Das war ein Trugschluss. Auf der anderen Seite waren die Schritte Irans immer sehr berechenbar. Iran hatte ein Drehbuch. Und der Westen hatte auf dieses Drehbuch keine Antwort gefunden. Das Drehbuch lautete eben im Begriff Irans strategische Geduld. Die Schwächen in der Region nutzen und mit Proxys reingehen, schrittweise ohne eine direkte militärische Konfrontation auszulösen, den Einfluss Irans auszubauen. Und jetzt diese strategische Geduld ist nun Vergangenheit. Und also wie der Chef der Revolutionswächter Hossein Salami gesagt hat, gilt nun eine neue Gleichung. Iran ist nun zu einer militärischen Konfrontation, zu einer direkten militärischen Konfrontation mit Israel bereit und zeigt eine höhere Risikobereitschaft als früher. Und das erhöht natürlich das Risiko für einen Flächenbrand. Dazu reicht ein kleiner Fehler. Beispielsweise die Welt fragt sich weiterhin, was haben sich die Israelis gedacht, als sie am 1. April auf einem exterritorialen Gebiet einen der wichtigsten Generäle der Revolutionswächter neutralisiert, getötet haben? War es ihnen da nicht klar, dass Iran so massiv dann reagieren müsse? Oder dachten sie einfach, ja, testen wir mal, wie Iran darauf reagiert? Also denn bis dahin gab es ja im Wesentlichen einen Tit-for-Tat auf drittem Boden. Und jetzt, seither haben wir die direkte Konfrontation zwischen Israel und Iran. Ja, aber vielleicht ist es ihnen ja auch klar, dass da quasi die Atombombe im Anmarsch ist, sage ich mal, dass Iran kurz davor ist, eine Atombombe zur Verfügung zu haben. Vielleicht wollen sie das Problem, will Israel das Problem lieber jetzt lösen, bevor es dann soweit ist, oder? Das ist im Sinne des israelischen Ministerpräsidenten, der seit Jahren darauf hinweist, die Uhr steht 5:05. Das sagt er seit Jahren. Mittlerweile steht sie vielleicht 2 Minuten vor 12. Der israelische Ministerpräsident versucht seit Jahren, die Vereinigten Staaten von einem starken militärischen Vorgehen gegen Iran zu überzeugen, hat da nie die Unterstützung gefunden und sieht jetzt vielleicht die Chance gekommen, zumal er auch weiß, seine Zeit ist abgelaufen, wenn der Krieg vorbei ist. Er hat auch ein Kalkül, politisch zu überleben und missbraucht dafür möglicherweise diesen Konflikt. Trauen Sie denn Iran zu, dass Sie die Atombombe nicht nur als Bedrohungsszenario nutzen, sondern auch wirklich, wenn Sie sie denn haben, dann auch einsetzen gegen Israel? Das ist also natürlich die große, große Frage. In der Vergangenheit hat das iranische Regime sich ziemlich rational verhalten. Und rational bedeutet auch, die iranische Führung muss gewusst haben, wenn sie die Bombe gegen Israel einsetzen, dass dann auch eine Atombombe oder eine andere starke Bombe gegen Iran eingesetzt wird. Und ein französischer Staatspräsident hat ja mal gesagt, es würde Iran seine Atombombe gegen Israel einsetzen, dann müsse Iran wissen, dass das Land am nächsten Tag mehr oder minder Platz sei. Mhm. Das heißt, in der Vergangenheit war Iran berechenbar. Wenn die Hardliner sich dann so durchsetzen, wenn sie mehr Risiko eingehen, wenn sie die direkte Konfrontation suchen, sind sie dann auch noch so berechenbar? Das heißt also, die Frage lässt sich nicht mehr mit einem reinen Zweifeln beantworten, sondern die Möglichkeit steigt durchaus. Zum Abschluss jetzt noch eine Frage. Sie haben so viel Erfahrung, Sie kennen diese Region so gut. Was denken Sie, kann in der Region passieren? Was wäre die bestmögliche Lösung? Was wäre der Worst Case? Womit rechnen Sie? Der Worst Case wäre, wenn sich die Vereinigten Staaten zurückziehen. Denn die Vereinigten Staaten sind die einzige Macht, die in der Lage sind, Iran in die Schranken zu weisen.
durch deine Präsenz. Und die iranische Führung wartet nur darauf, dass sich Amerika zurückzieht. Mehrere amerikanische Präsidenten haben das ja angekündigt, sich mehr auf Asien auszurichten, sich mehr auf China auszurichten. Das heißt, auch das ist ein Teil der strategischen Geduld, zu warten, bis die Amerikaner das tun und dann die Lücke füllen. Das wäre mit großen Gefahren für Israel, für die Region, aber auch für die Weltwirtschaft, wie wir sehen, also wie sie die Houthis einsetzen, um den globalen Handel zu torpedieren. Das heißt also, das wäre der Worst Case. Das wäre dann weniger ein aktueller Krieg, sondern wäre eine langfristige Entwicklung, die im Nahen Osten Iran zum Hegemon machen würde. Der Best Case würde sein, wenn sich Amerika wieder verpflichtet, im Nahen Osten eine Rolle zu spielen als Sicherheitsakteur, damit beispielsweise Israel und seine wichtigen arabischen Nachbarn bis hinunter an den Golf, Saudi-Arabien, Emirate zusammenzubringen, um eine Sicherheitsarchitektur aufzubauen, in deren Folge dann eine wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Iran an einer wirtschaftlichen Entwicklung dieser Region interessiert ist. Iran handelt so nach dem Motto, je mehr Chaos, je mehr Volatilität, desto besser für uns. Denn dann ist die Region mit sich selbst beschäftigt und wir können uns als Hegemon drüber stülpen. Das heißt, Amerika muss Iran in die Schranken weisen, muss für Sicherheit sorgen und damit die Voraussetzungen schaffen, dass sich die Region wirtschaftlich entfalten kann. Die arabischen Golfmonarchien verfügen über viel Geld, die meisten anderen arabischen Staaten nicht. Das heißt, wir brauchen hier eine neue Handelsstrukturen, neue Wirtschaftsstrukturen und das ist nur im Frieden möglich. Und den kann allein als Schutzschirm die Vereinigten Staaten bieten. Allerletzte Frage. Können Sie sich vorstellen, dass es jemals dort in dieser Region zu einem friedlichen Miteinander oder von mir aus zu einem friedlichen Nebeneinander der Staaten kommen wird? Die Fantasie habe ich dann durchaus dafür. Nur die Realität lehrt uns, dass es in absehbarer Zeit kaum möglich sein wird. Voraussetzung, denn ohne eine Lösung des Palästina-Konfliktes, ohne die Schaffung eines Staates Palästina, ohne eben die Zwei-Staaten-Lösung, ist es nicht möglich. Und das zeigt dieser Gaza-Krieg, dass er in diese Region Frieden einziehen wird. Herr Herrmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse. Na gehen, Frau Jakob. Iran scheint also ziemlich nah dran an einer Atombombe und ist in Zukunft vielleicht auch nicht mehr so berechenbar wie bislang. Wie die Politik darauf reagieren sollte, darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gesprächspartner. Bijan Jirzarei ist Generalsekretär der FDP und war lange außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Jirzarei. Hallo, ich grüße Sie. Herr Jirzarei, Sie selbst, ich fange vielleicht mit einer persönlichen Frage an, Sie selbst sind in Teheran geboren, im Alter von 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Darf ich fragen, wie Sie persönlich die Entwicklung in Iran beobachtet haben? Ja, also ich meine, ich habe mich ja in den letzten Jahren ja auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, war ja, bevor ich Generalsekretär wurde, viele Jahre außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Von daher außenpolitische Themen insgesamt, aber speziell diese Region hat mich besonders interessiert. Und ja, natürlich hat man nach wie vor sehr viel oder habe ich sehr viel Bezug auch zu diesem Land und beobachte natürlich auch die Medienlage dort sehr intensiv. Man hat ja auch Freunde und Verwandtschaft auch noch im Land. Also ich würde sagen, ich gehöre zu denjenigen, die eigentlich gut informiert sind über die politische Lage und die Stimmung im Land. Und natürlich war ich jetzt auch letztendlich überrascht, denn in der Vergangenheit hat der Iran immer die Angriffe Richtung Israel immer über seine sogenannte Stellvertreter durchgeführt und nie direkt. Von daher ist das wiederum eine neue Dimension. Eine neue Dimension, sagen Sie. Und damit sind ja auch die Sorgen vor einer nuklearen Bedrohung durch den Iran größer geworden. Und Experten rechnen damit, dass die Islamische Republik nicht weit entfernt ist von einer Atombombe. Was denken Sie? Wäre es jetzt nicht vielleicht Zeit wieder für Verhandlungen für einen neuen Atomdeal von Seiten des Westens? Nein, ich würde sogar sagen, das Atomabkommen ist sogar Teil des Problems, denn gerade die Europäer haben sich ja in den letzten Jahren sehr stark auf das Atomabkommen konzentriert und haben beinahe übersehen, dass
der Iran sich im Schatten des Abkommens ja faktisch ausruht. Denn die Islamische Republik hat von einem Atomabkommen profitiert. Und und dadurch, dass die Europäer nur fokussiert waren auf dieses Abkommen, hat man fast übersehen, dass der Iran daneben ein Raketenprogramm aufgebaut hat. Also wenn der eine oder andere mich fragt, wie kommt das eigentlich, dass die Iraner in der Lage sind, Drohnen zu entwickeln, die dann in der Ukraine im Krieg eingesetzt werden. Das hat was damit zu tun, dass die im Grunde genommen ohne Aufsicht und Störung ein Raketenprogramm entwickeln konnten. Wir haben daneben noch die Rolle des Irans in der Region komplett ignoriert, denn der Iran destabilisiert die gesamte Region seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich über das Thema Menschenrechte oder die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran hat man vor allem als Frau Merkel noch Kanzlerin war, in der Zeit hat man über dieses Thema gar nicht gesprochen, denn das alles hat gestört beim Atomabkommen und man wollte letztendlich das Atomabkommen als Erfolg der Europäer überreichte Diplomatie vor allem am Leben erhalten. Aber man muss ja auch sagen, das Atomabkommen war ja, als es funktioniert hat, das einzige Instrument, mit dem Irans Atomprogramm zumindest jemals eingeschränkt oder einigermaßen überwacht werden konnte. Sanktionen haben das nicht geschafft, auch weil Iran so mächtige Partner hat, wie Russland zum Beispiel. Warum also nicht wieder auf einen Deal setzen, sondern weiter auf Sanktionen, die ja offensichtlich auch nicht besonders jucken? Mit dem iranischen Regime kann man keine Deals machen. Ich hoffe, dass diese naive Vorstellung, die vor allem in Europa existiert, dass man mit diesem Regime irgendwie über Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen kann, dass das hoffentlich der Vergangenheit gehört. Der Iran hat von dem Atomabkommen profitiert. Ich übrigens war auch damals der Meinung, dass dieses Atomabkommen sinnvoll ist. Und man hätte hier ein Instrument, um den Iran auch aus der Isolation herauszuholen, zurück auf die internationale politische Bühne. Aber wie gesagt, der Iran hat dann die sogenannte Beinfreiheit, die dann durch das Atomabkommen entstanden ist, genutzt, um noch aktiver zu werden als vorher in der Region und daneben noch ein Raketenprogramm aufzustellen. Man darf nicht vergessen, dass das, was der Iran in der Region macht, komplett gerichtet ist gegen die Interessen auch der Europäischen Union. Nehmen Sie den Bürgerkrieg in Syrien. Herr Assad hätte doch diesen Krieg verloren, wenn Iran vom Boden aus und Russland nicht aus der Luft aus tätig geworden wären. Dann hätte Herr Assad mit Sicherheit diesen Krieg verloren. Mhm. Und die Folgen dieses Bürgerkriegs in Syrien kennen wir sogar für die innenpolitischen Debatten, die wir haben. Also von daher, ich halte dieses Abkommen ehrlich gesagt auch nicht für sonderlich zielführend. Also Sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Abkommen ein Fehler war. Aber was schlagen Sie denn anstattdessen vor? Welche Iran-Strategie sollte denn die EU Ihrer Meinung nach oder auch die Bundesrepublik Ihrer Meinung nach jetzt einschlagen? Also noch einmal, es ist natürlich besser, ein Abkommen zu haben, als gar kein Abkommen zu haben. Ich sage ja nicht, das Atomabkommen muss jetzt vernichtet werden. Das sage ich ja nicht, sondern das Atomabkommen allein wird kein einziges Problem lösen. Man bräuchte eigentlich daneben zusätzliche Abkommen, die aber nicht möglich sind. Beispielsweise für das iranische Raketenprogramm, beispielsweise in Bezug auf die Rolle des Irans in der Region. Aber das ist natürlich nicht möglich. Das, was die Europäische Union machen kann, sind natürlich personenbezogene Sanktionen. Also Sanktionen, die Menschen im Iran treffen, bringen uns nicht, sondern es müssen Sanktionen sein, die die Akteure des Regimes, die Verantwortlichen treffen. Und etwas, was wir definitiv machen könnten, wir könnten beispielsweise die sogenannten Revolutionswächter, das ist eine tragende Säule des Regimes, die könnten wir auf die Sanktionsliste der Europäischen Union setzen. Machen wir aber nicht, weil die Europäische Union das nicht will. Sie müssen sich das so vorstellen, die Revolutionsgarden, also das sind nicht nur irgendwelche bewaffnete Truppen, sondern das ist ein Wirtschaftskonzern. Diese Leute kontrollieren 2/3 der iranischen Wirtschaft, haben eigene Unternehmen, haben eigene Stiftungen und von Chipherstellung bis Menschenentführung, eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die diese Leute haben eigene Geheimdienste. Also das ist ein Machtfaktor und da müsste man ran. Und wieso wird das nicht gemacht und wieso macht da die Bundesregierung, Ihre Partei ist ja auch Teil der Bundesregierung, wieso gibt es da nicht mehr Druck? Wie gesagt, es ist ja die Europäische Union, wenn wir in der Kategorie des Atomabkommens bleiben, müssen wir vor allem über die Europäische Union reden. Ja.
Und die Europäische Union will das nicht. Es heißt, das ist rechtlich nicht möglich. Das ist allerdings eine Ausrede, sondern es ist politisch nicht gewollt, weil die Europäische Union im Prinzip ganz genau weiß, in dem Moment, wo die Revolutionswächter auf die Terrorliste der EU gesetzt werden, ist das Atomabkommen oder das, was davon noch übrig geblieben ist, komplett erledigt. Und ist denn die Bundesregierung, um dann nochmal zurück zu uns zu kommen, ihren Ansprüchen an die eigene wertegeleitete feministische Außenpolitik in Iran gerecht geworden? Das ist interessant. Diese Frage ist sehr interessant, vor allem, wenn man diese Frage mit den Menschen aus dem Iran diskutiert. Denn das ist häufig ein Hauptvorwurf. Ich erlebe das selbst in meinem eigenen Umfeld. Wir haben letztes Jahr eine Revolution im Iran erlebt, die vor allem von den Frauen getragen wurde, von der starken Frauenbewegung im Iran, die übrigens auch jetzt schon enorm viel bewegt hat in diesem Land. Also das ist schon beeindruckend, was die iranischen Frauen leisten und weiterhin auch an Widerstand leisten gegenüber dem System. Und da kommt immer der Vorwurf, ihr seid doch für eine feministische Außenpolitik. Wo war konkret eure Unterstützung für unsere Revolution? Das ist der Vorwurf, den ich sehr oft höre. Ja. Und was haben Sie für eine Antwort darauf? Ja, das ist die Antwort ist wahnsinnig schwierig, denn dann sind wir auch bei diesem Punkt. Denn dann müsste die Europäische Union ja auch, oder auch Deutschland, ich will ja nicht ablenken, aber dann müssten die Europäer ja auch Farbe bekennen. Und was ist eigentlich passiert? Also das Atomabkommen gibt es und solange dieses Atomabkommen gibt, gibt es ja auch faktisch ja auch diplomatische Beziehungen zu einem Regime. Und das ist die Frage, die grundsätzliche Frage, die wir beantworten müssen. Wollen wir diplomatische Beziehungen zu einem Regime, was von überwiegender Mehrheit der Menschen in diesem Land abgelehnt wird? Und das ist eine Frage, die muss man politisch beantworten. Nur ich darf einmal erinnern, ich sage ja nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich sage ja nicht, wir sollten die diplomatischen Beziehungen abbrechen. Aber wenn wir über das Atomabkommen reden, die Israelis sagen uns seit Jahren, dieses Atomabkommen ist falsch und gefährlich. Mhm. Die arabische Welt sagt uns, dieses Abkommen ist falsch und gefährlich. Die Menschen im Iran sagen uns, dieses Abkommen ist falsch. Warum glauben wir eigentlich, die Dinge besser zu wissen als die Menschen in der Region? Fragt der Generalsekretär der FDP, Bijan Jirsarei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu den Gesprächen. Schreiben Sie uns gerne an podcast@faz.de. Morgen ist mein Kollege Andreas Grobock hier für Sie dabei und er schaut auf die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut.